Liebe Grüne, liebe Zürcherinnen und Zürcher. Eins ist klar, wer seit Mitte 90er Jahre in Zürich politisch aktiv ist, von fast 14 Jahren im Gemeinderat, da ist die Möglichkeit, einen Sitz im Zürcher Stadtrat anzustreben, etwas, das einem wirklich reizt. Unsere Stadt ist eine Vorreiterin für Veränderungen, für eine fortschrittliche, umweltfreundliche und solidarische Schweiz. Zürich ist ein Ort der Offenheit, ein Ort, wo viele grüne Forderungen Mehrheiten gefunden haben. Und jetzt geht es darum, wirklich Nägel mit Köpfen zu machen. Ja, ich habe mir eine Kandidatur für die Nomination auf den zweiten Sitz vom grünen Stadtratsticket neben dem Dani Loipi lang hin und her überlegt. Jetzt ist mein Entscheid gefallen. Ich ziehe mich aus dem internen Rennen zurück. Zwei Gründe haben den Ausschlag gegeben. Der erste ist Bundesbern. Regelmässig hauen mich wildfremde Leute auf der Strasse an und danken, dass wir Grünen dort trotz viel Gegenwind eine offene Schweiz vertreten, für den Atomausstieg und die Energiewende kämpfen, für eine faire Asylpolitik und einen korrekten Umgang mit denen eintreten, wo es schlechter geht in unserer Gesellschaft. Und weil wir den Mut haben, für Bürgerrechte einzustehen, auch wenn einem das nicht immer nur Lorbeeren bringt. Nach den enttäuschenden letzten Nationalratswahlen ist das für mich ein wichtiges Zeichen. Es braucht uns Grüne in Bern und gab besonders die Grünen in der Fraktion, die viele Erfahrungen haben und die wissen, wie man auch in schwierigen Umständen Resultate erreichen kann. Der zweite Grund liegt in Zürich. Wir haben mit Daniel Loipi bereits einen tollen Stadtrat, der mit dazu beigetragen hat zum klaren Nein gegen die Unternehmenssteuerreform 3. Aber ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass wir als Grüne jetzt im 2017, wo so viele Menschen ungläubig den Kopf schütteln, wenn sie aus dem Frauenstimmrechtsfilm «Die göttliche Ordnung» rauskommen, dass wir Grüne jetzt ein Zweierticket in Stadtrat mit zwei Männern aufstellen. Umso mehr, dass ja im neunköpfigen Stadtrat vom linksgrünen Zürich gerade mal zwei Frauen hat. Voraussetzung, dass wir eine gute Kandidatin aufstellen könnten, jedenfalls, diese Voraussetzung erfüllen wir. Karin Rickard ist jetzt dann 3 Legislaturen im Gemeinderat. Sie war 4 Jahre lang Co-Präsidentin unserer grünen Stadtpartei. Und im Gemeinderat 4 Jahre in der Rechnungsprüfungskommission und danach 4 Jahre Fraktionspräsidentin. Das gibt einem den nötigen Überblick und den voll gefüllten Rucksack für aktiv zu sein in allen politischen Feldern. Trotzdem ist mir mein Entscheid nicht einfach gefallen. Zurückstehen ist nie einfach. Aber es einfach ist auch nicht zwingend immer das Richtige. Immerhin, Karin selber hat ja gerade bewiesen, dass Gleichstellungspolitik nicht etwas ist, das immer nur zu Ungunsten der Männer geht. Dank ihr haben in der Stadt Zürich die Stadtzürcher Angestellten ja Mitte 2009 Anspruch auf einen Vaterschaftsurlaub von zumindest mal 2 Wochen. Überkommen. Ich habe mich entschieden für mich, aber wie die Grünen entscheiden und wenn das sie tatsächlich ins Rennen schicken, das wird sich zeigen, dann an der Mitgliederversammlung vom 4. Juli. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Ich würde mich freuen, und zwar ganz unabhängig davon, wie dann deine Entscheidung an diesem Abend ausfällt. Die Grünen leben nämlich von einer diskussionsfreudigen, von einer lebendigen, von einer streitlustigen Basis.
Und wenn sie, wenn du noch nicht Teil davon bist, dann ist es jetzt vielleicht Zeit, zu werden. Das würde mich sehr freuen.